Ja, hallo liebe Freunde. Mal ein kleines, neues, kurzes Video aus meiner Werkstatt. Kurz vor Weihnachten. Die eine oder andere Sache muss ja noch gemacht werden. Viele sind im Geschenkerausch, einkaufen. Ich habe gedacht, für die Kinder Kleinigkeiten selber machen. Und zwar geht es darum, jeder hat heute ein Smartphone. Okay, Smartphone verschenke ich nicht, aber einen kleinen Halter dafür. Eine kleine Grundplatte. So ein ausgesägtes Männchen hier. Das sieht dann so ungefähr so aus. Und dann machen wir hier in die Grundplatte hier noch eine kleine Nut rein. Und dann hat das Handy festen Halt. So, das ist jetzt mal so ein Prototyp gewesen. Und den nächsten mache ich jetzt mal mit euch zusammen. Viel Spaß! So, ich habe das schon mal grob ausgesägt. Das ist verleimtes Buchenholz, 18 mm stark. Habe hier auf der Oberseite so dieses Kreppband, dieses Malerkreppband aufgeklebt, damit man hier schön drauf rummalen kann. Dann habe ich mir eine Schablone ausgeschnitten aus Papier, habe die hier aufgelegt, habe die Kontur abgemalt und das Handy soll ja in einer gewissen Schräge nachher stehen, deswegen muss man auch sicherstellen, dass es eine gerade Kante ist. So, das habe ich jetzt mal so aufgemalt, aufskizziert und hier habe ich versuchsweise schon mal mit einer Dekupiersäge das Material ausgeschnitten hier unten. Ich würde jetzt als nächstes hier oben die gerade Linie erstmal mit einer Kreissäge abschneiden, damit das eine wirklich gerade und saubere Kante gibt. So gerade kriegt man die wohl mit der Dekupiersäge nicht hin. So, als kleine Sägehilfe habe ich mir hier einfach einen Holzwinkel gesägt. Den passenden Winkel, damit ich das hier auf dem Schiebeschlitten schön sauber und gerade anlegen kann. Das heißt, der Winkel passt so schon mal. Und ich würde sagen, das versuchen wir jetzt einfach mal passend abzuschneiden. So, das sieht ja jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ich muss die Kanten hier noch ein bisschen brechen. Die schleife ich gleich noch ein bisschen schön passend, die scharfen Kanten hier, aber generell sieht das doch schon ganz ordentlich aus. Man kann auch sehr schön hier diese gerade Linie erkennen, die man nachher auch braucht, um das Handy da entsprechend anlehnen zu können. So, jetzt muss natürlich hier auch noch ein Schlitz rein, wo das Handy nachher drin zu stehen kommt. Das Männchen dann ungefähr so da drauf sitzt. Da muss ja auch der Schlitz noch tief genug und vor allem auch breit genug sein. Ich habe jetzt hier mal einen Probeschnitt reingegangen, ungefähr die Hälfte des Materials, in dem Fall 9 mm. Ich habe jetzt hier einen Anschlag an meinem Schiebeschlitten und die Tiefe ist jetzt im Grunde auch schon eingestellt. Das heißt, wir können hier immer schön anschlagen. Und ja, die Breite habe ich mir jetzt mal gerade pauschal versucht abzumessen mit dem Brettchen. Und wir haben jetzt hier eingestellt 36. Plus 6 mm. Dann machen wir ein bisschen weniger, das schadet nie. Mehr kann man immer noch machen. So, und dann sägen wir das auch mal durch. Dann mal sehen, wo wir da landen. Merkt man schon eins, wir haben in die falsche Richtung gesägt. Super. Ich denke mal, das Brettchen kann man so nicht mehr gebrauchen. Schade. Müsste natürlich in die Richtung sägen. Sägen wir das nochmal. So sieht der Schlitz jetzt aus. Das Männchen da drauf. Das virtuelle Handy. Machen wir noch 2 mm breiter.
würde sagen, das lassen wir jetzt so hier. Das sieht schon mal recht gut aus, ne? Von der Form generell im Ganzen. So, jetzt geht es darum, dass wir das Männchen hier auf der Grundplatte verkleben. Da habe ich mir mal so ein Stück Holz in handy-typischen Format geschnitten, auch von der Dicke. Das mir so ein bisschen hilft, hier die richtige Position zu finden. Und lassen wir es erstmal ein bisschen aufleimen und dann entscheide ich später, ob wir das noch mit einer Schraube von unten sichern. Kurz die Mitte abmessen. Weil das muss natürlich jetzt auch winklig zu dem Einschnitt hier sein. Deswegen lege ich das hier an die Kante innen an. Halte das mit dem Finger fest und kann das praktisch das Männchen praktisch so entsprechend passend dagegen drücken. So, fertig. Morgen nach dem Trocknen werde ich das Ganze noch ein wenig mit Leinölfirnis bearbeiten. Aber ansonsten würde ich sagen, ist doch super geworden. Ich sag mal, viel Spaß beim Nachbauen.